Nebel über den Karpaten. Seit Millionen von Jahren umhüllt der Nebel das Gebirge mit leichten Daunen, fließt durch Fichtenkronen, bringt Dörfer zum Schlafen, hängt Tautropfen an Narzissenblätter und Spinnfäden, wabert auf der Oberfläche des Bergbaches, dämpft Scheinwerferstrahlen. Manchmal streitet sich der Nebel mit der Sonne, damit sie das Gebirge nicht zu früh aufweckt. Die Geheimnisse in den Schatzkammern der gewaltigen und zauberhaften Karpaten sollen ruhen. Seit dem ersten Auftauchen der Menschen in dieser endlosen und mächtigen Weiten suchen sie hier Liebe und Vertrauen. Sie mühen sich, mit den Karpaten in Harmonie zu leben, ein untrennbarer Teil von ihnen zu werden. Jedoch, Jahrhunderte vergehen, Generationen und Völker kommen und gehen, und die Karpaten haben es nicht eilig, Liebe zu erwidern. Und trotzdem, eine Märchenschönheit bietet sich an. Finde Zugang zu meinen zahlreichen Geheimnissen und Rätseln. Die bekannte Stadt Uschgorod liegt wie Rom auf 7 Hügeln. Eine Analogie. Auf einem von ihnen, in einem ehemaligen Dorf und heutigem Stadtbezirk Horiane, inmitten der Gärten und Weingärten, steht eine Dorfsteinkirche, die auf den ersten Blick nicht unbedingt ein Architekturideal ist. Aber die sogenannte Horiane Rotunde, die kleine St. Anna-Kirche, ist in Europa ein berühmtes Architekturdenkmal. Und es gibt hier Geheimnisse und Rätsel, die Generationen von Archäologen, Kunstforschern und Historikern beschäftigen. Beginnen wir mit einer Erzählung nach einem Bericht von mehr als 50 Augenzeugen. Es war der 17. Mai 1959. In der Kirche wurde ein gewöhnlicher Sonntagsgottesdienst gefeiert. Da begann ein Unwetter. Wie sich Hanna Ivanovna erinnert, hat es schrecklich gedonnert. Im Freien sah sie vom Wind niedergedrückte Bäume und einen unglaublich großen, einem Besen ähnlichen Blitzstrahl, der neben der Ortschaft Chop erschien und hinter Gärten verschwand. Schnell verbreitete sich in der Ortschaft die Nachricht, dass der Blitz die Kirche getroffen habe. So etwas kommt öfters vor. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um einen Kugelblitz. Anwesende erzählen, er sei durch ein Turmfenster hineingestürmt, habe den Hauptgang überquert, machte einen Halbkreis um den Altar und war durch ein Wandfenster weg. Dabei wurden 6 Menschen getötet, 3 Frauen und 3 Männer. Neben einer Tür im Kirchenschiff betete eine Frau mit ihrem in ein Daumenkissen gewickelten Säugling. Die Frau starb. Das Baby blieb am Leben. Die Dorfbewohner sagen, das Kissen hat das kleine Mädchen geschützt. Die gerettete Frau lebt heute noch in Horiane. Hanna Ivanovna hat bei dieser grausamen Tragödie ihren Vater verloren. Wissenschaftler haben diesen Vorfall erforscht. Jedoch, es war Sowjetunionzeit. Es ist nur bekannt, dass die Kirche danach gesperrt wurde. Menschen in Zivil haben hinter verschlossenen Türen dort noch lange gearbeitet.
Waren es Bauleute oder Archäologen? Es ist bis heute nicht bekannt, wer und was untersuchte. Später war in diesem Kirchengebäude ein Museum untergebracht. Und nach 30 Jahren wurde die Kirche der griechisch-katholischen Gemeinde zurückgegeben. Es geht eine Sage über einen verborgenen Schatz an diesem Ort. Existiert er? Niemand weiß es. Niemand kennt den Grund für solche Vermutungen. In wissenschaftlichen Kreisen ist bis heute nicht geklärt, wer, wann und warum dieses Heiligtum gebaut hat. Mehrere Forscher sind der Meinung, dass die Rotunde in der Mitte des 12., Anfang 13. Jahrhunderts das erste Mal bekannt wurde. Nach Meinung von Josip Kobal, einem Geschichtswissenschaftler, wurde dieses Gotteshaus vom Johanniterorden gebaut. Einige Räter siedelten sich nach dem Zweiten Kreuzzug in Ungarn an. Ursprünglich war es ein runder Bau, daher der Name Rotunde. Eigentlich ist es ein reguläres Hexaeder, das aus 6 halbkugelförmigen Nischen, jeweils in Form einer Apsis, einem halbrunden Gewölbe, besteht. Licht fällt durch enge, längliche Fenster. Oben befindet sich ein 6-winkeliger Trommel, der mit der Kugelkuppel bedeckt ist. Es gibt nur 3 derartige Bauwerke, außer der Horjane-Rotunde noch 2 in Ungarn, in den Städten Korcso und Kiszombor. Dort macht sich ein byzantischer Einfluss bemerkbar. Jedoch sind diese beiden Gebäude nicht aus Natursteinen, sondern aus Ziegeln gebaut. Da man keine Tatsachen kennt, gibt es verschiedene Mutmaßungen als Begründung für den Zweck des Baues. Eine Version ist, dass die Rotunde ein Grabmal war. Dort soll der Leib des legendären slawischen Fürsten Laborez seine letzte Ruhe gefunden haben. Auf dem Berg gefundene Mauerreste geben auch Grund zu der Annahme, dass hier die Befestigung oder Schloss Ungulva war, das nach dem Befehl des ungarischen Kaisers Béla IV. Gebaut wurde. Die Rotunde wäre dann seine Kapelle gewesen. Massive Mauerwände, bis zu 2,5 Meter stark, enge Fenster, Schießscharten ähnlich, zeugen davon, dass die Rotunde möglicherweise auch ein Schutzbau war. Die Form des Baues ist sechseckig. Es ist bekannt, dass das Hektagon, das Sechseck, ein uraltes Astralsymbol ist, das von Mesopotamien aus ins Jüdische verbreitet wurde, wo es ein Symbol von Gott Jahwe wurde. Später wurde es ins christliche Mittelalter vererbt und symbolisiert übernatürliche Kräfte von Sonne, Licht, Unsterblichkeit und Ewigkeit. Es ist also auch möglich, dass mittelalterliche Baumeister die Rotunde als Abschreckung gegen jenseitigen Geisteswesen erbaut haben. Einheimische erzählen von einem unterirdischen Gang, der von diesem Gotteshaus bis zum Uschgorode Schloss führen soll. Das rechtwinklige gotische Kirchenschiff wurde im 14. und 15. Jahrhundert umgebaut. Bei weiteren Baumaßnahmen im Jahr 1879 haben Bauarbeiter bemerkt, dass bunte Fresken durch den Verputz schienen. Es wurde eine Erklärung des Ausschusses zum Schutz der Denkmäler der Geschichte und Kultur. Es wurde eine Erklärung des Ausschusses zum Schutz der Denkmäler der Geschichte und Kultur über die Entdeckung der Horjane Fresken des 14. und 15. Jahrhunderts verfasst. Jetzt wurde die Rotunde, die kleine St. Anna-Kirche, weltbekannt. Die Wände der Konche, das sind die halbrunden Nischen,
sind als ein zusammenhängendes Bild gemalt, auf dem Ereignisse aus dem Leben unseres Erlösers dargestellt sind. Die Bemalung ist in drei Reihen ausgeführt. Jede stellt sich in einem geschlossenen Kreis mit eigenem Motiv vor, das logisch in die Handlungen in der anderen Reihe übergeht und endet halbkugelförmig. Eine wellenartige Struktur der Kontchen gibt einem Künstler die Möglichkeit, die eine oder andere Bildhandlung den Zuschauern näher oder weiter ins Geschichtsfeld zu rücken. Halbkreisförmige Gewölbe und die Kugelkuppel bilden einen eigenen Raum. Wenn man sich bemüht, aufmerksam der Logik der Freskenmotive zu folgen, fühlt man sich in diese unendliche Handlung hineingenommen. Im Mittelpunkt des Hexaeders stehen, die Wandbilder betrachten, gerät man unwillkürlich ins Zentrum dieser tragischen Ereignisse. Vermutlich sind die Fresken von professionellen Künstlern, Vertretern des Proto-Renaissance, ausgeführt. So echt wirken die menschlichen Emotionen und so scharf ausgeprägt ist das dramatische Moment. Betrachten wir, wie meisterhaft das Sujet Flucht nach Ägypten ausgeführt ist. Voller Demut die Mutter Gottes, die den Mund des kleinen Jesus bedeckt. Der Esel, der mit seinen Zähnen an Josefs Kleid zieht. Warum hat er sich nicht beeilt, seine Heimat zu verlassen? Die ausgestreckte Hand Josefs und seinen drängenden Blick. Die Knechte des Herodes sind schon nah. Da ist ein Freske mit dem Motiv, bitte den Becher vorübergehen zu lassen. Schlafende Jünger, Gebet von Jesus und der Fingerzeig Gottes. Die Verkündigung und Verehrung der Weisen. In diesem Fall symbolisieren die heiligen drei Könige Jugendlichkeit, Reife und Weisheit. Sie schenken dem Jesuskind Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das Motiv des heiligen Abendmahls. Voller Schmerzen die Augen des Erlösers und erregte Apostel. Hände, Stellungen, Blicke, die Fragen. Bin ich es? Meisterschaft und absolute Kenntnis der Sache zeugen von der großen Qualifikation der Künstler. Die Arbeit solcher Fachleute kostete viel Geld. Deswegen vermuten Historiker, dass die Künstler vom Eigentümer der Stadt Uschgorod, Feudalmagnat Droget, eingeladen haben, dem ein Schloss in Horjane gehört hatte. Die Fresken des Kirchenschiffs wurden in einer späteren Zeit gemalt. Diese Bilder sind eine klare Bestätigung der These. Eine Ikone ist das Evangelium für die Analphabeten. Sehen Sie, wie bildhaft, vielleicht etwas einfachig, das Motiv der Verkündigung wirkt. Wie stimmungsvoll, zurückhaltend sind die Menschen dargestellt unter dem Schutz der Jungfrau Maria. Auch die etwas kindliche, aber fröhliche Darstellung des Motivs Anbetung der Weisen. Voller Trauer wird die Kreuzung Jesu mit Maria und Jüngern unter dem Kreuz gezeigt. Es ist schade, dass die Namen der Künstler, die die Fresken gemalt haben, sowie auch Namen deren, die das Kirchenschiff verziert haben, unbekannt sind. Unbekannt wie auch die Geschichte der uralten Siedlung neben der Rotunde. Unbekannt die Funktion des Lehrraums unter dem Altar.
und bekannt die Geschichte über die geheimnisvolle Fürstin von Horane, die schöne Gragissa. Auf einem der Hügel der Stadt Uschgorod, unter den Gärten und Weingärten, in der Nachbarschaft Alter Linden, schlummert hier eines der geheimnisvollen und uralten Rätsel der Karpaten.